So. So. Ha. Ja, ach Ach, ja. ja, einen Ach. wunderschönen guten Abend und Ja, ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. So, irgendwie fehlt mir Georg hier noch an meiner Seite. Gucken, ob der auch noch gleich irgendwo auftaucht. Eigentlich ist der ja sonst immer sehr, sehr pünktlich, aber ich glaube, der hat heute noch mit seinem Kaffee ein bisschen was zu tun ein gehabt. Traum. Oder mit seinem Schnupfen. Ich weiß es Ja, nicht. beim Schnupfen. Ja. Ne? So. Kann mich irgendjemand hören oder uns? Wir sind jetzt beide da. Hallo Georg, einen So. wunderschönen guten Abend. Eine Na? wunderschöne. Echt, meine Nase ist dicht irgendwie. Na, liebe So, Zuhörer. läuft denn die Kiste jetzt eigentlich schon Ich hier? weiß nicht, ob man uns schon So. hören kann. Keine Ahnung. Halt. Halt mal. Oh, ich habe jetzt gar nicht dieses Bild jetzt. Ich wollte eigentlich dieses schöne Bild da vorne reinpacken. Das da, das Traumhafte. Welches? Ne, das da. Ach Bitte so, da. bitte da. Genau. So. Einen wunderschönen guten Abend. Jawohl. Noch einmal jetzt aber Noch einmal, richtig quasi genau. ganz offiziell. Es ist auch 19 Uhr. Dadadadad. Ich hoffe, man kann uns hören. Ich hoffe, wir bekommen gleich eine Reaktion, ob man uns sehen kann. Hören kann. Das ist immer blöd, das kriegt man hier nicht kontrolliert. Ne? Ich sehe Nee, das immer hier nicht. das weiß ich nicht so. Ich hoffe, Sie sind alle genauso gut ins neue Jahr gekommen wie wir. Vielleicht sagt ja irgendjemand auch, er hat ein schönes Silvesterfeuerwerk gehabt, gesehen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe eins gesehen. Gut, wo? Im Saterland. Im Saarland, im wunderschönen Saarland hast du ein Bin mir Feuerwerk sicher, du gesehen. hast das auch gesehen. Ja, es war auch wirklich schön. So, ich hoffe mal, ich hoffe, vielleicht kriege ich mal eine kleine Reaktion, ob man uns, es ist ja auch immer so zeitversetzt, ob man uns hören kann. Das wäre jetzt doch sehr praktisch, das einmal zu lesen oder zu hören. Es sind ja viele Leute jetzt gerade da. Ich brauche mal irgendwie so ein Feedback. Bis dahin quatschen wir einfach mal ein bisschen eine Runde und Ja. trinken einen schönen warm auf das neue Jahr sozusagen. Oh, das wäre so auf das Prost. neue Jahr. Einen heißen Kaffee. Es ist Einen. heute auch ein bisschen kälter geworden draußen. So ein bisschen Tatsächlich. winterlich. Heute Morgen war alles so ein bisschen gefroren und eisig. Marie Geht sagt, dann. der Ton ist nicht so gut. Das muss so, das geht nicht besser. Müssen wir vielleicht ein bisschen lauter schnacken, dann geht das wohl. Ja, wir versuchen einfach mal ein bisschen lauter zu reden. Vielleicht hilft das heute. Liegt bestimmt an der kalten Leitung. Irgendwie ist der Winter dann doch irgendwie Susanne schreibt, etwas ich höre euch verstopft. gut und Prost. Also von daher finden wir Perfekt. jetzt mal so die goldene Mitte. So, in dem Sinne erst einmal nochmal allen jetzt einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe natürlich, dass alle gut ins neue Jahr reingekommen sind. Dieses Jahr war ja hervorragend in Diskussion, ob man jetzt sich dieser Knallerei draußen hinbegibt oder nicht. Eine Stimmt. wunderbare Diskussion, die jedes Jahr neu entfacht wird übrigens. Richtig. Wobei ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Ja, das ist wohl wahr. Na? Das ist wohl Man wahr. kann ja nicht alles mitnehmen. Ganz genau. Zu Ende gegangen. Zu Ende gegangen ist übrigens erstmal Hallo Susi, Hallo Sabine, Hallo Heike, Hallo Susanne, Hallo Obodo, oh Gott, wenn ich das so weitergehe. Einfach mal zuhören, denn heute geht es ja um die Auflösung zu unserem Gewinnspiel. Ich überlege gerade, wo waren das noch? Das Team hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand, das war Marie Tatze Ludwig oder so ähnlich hieß die, als es noch die Lottozahlen im Oh, ersten Jahr. tatsächlich, ja. Tietze Ludwig, irgendwie sowas in der Irgendein Art. Notar hat sich da aber mit Sicherheit Auch verewigt, mit Sicherheit. sozusagen. Die Aktion hatten wir jetzt über Weihnachten bei uns, zusammen mit dem Trauerland in Bremen. Ist ganz toll bei unseren Kunden angekommen. Angekommen. Da sind wir auch richtig froh darüber. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Aktion. Und da freuen wir uns natürlich, dass diese 18 Minuten Wohlfühlzeit auch wirklich ein schöner Mehrwert letztendlich für unsere Kunden auch war und dass wirklich auf so tolle Resonanz dann auch gestoßen ist. So. Gut, ja, viel Glück im neuen Jahr. Ich müsste so ein paar Sachen, ich drücke da mal. Viel Glück im neuen Jahr. Dankeschön, das wünschen wir natürlich allen auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich, dass alle entsprechend auch genauso gut auch und schön ins neue Jahr gekommen sind. So, abgesehen davon, es schnäfft sich ja ein Wolf zurecht. Ne? Das ist diese Ja, Erkenntnis. die Die ein oder andere, Temperaturen, das lässt sich ja nicht vermeiden. das ist im Winter so ganz schnell, wenn man da den Schal nicht umgeworfen hat, hat man sich doch noch irgendwie so eine Erkältung eingefangen. Gehört irgendwie zum Winter dazu. Gehört irgendwie dazu. Wie gesagt, nochmal kurz diese Aktion, die wir halt hatten mit Trauerland, ist wirklich sehr, sehr schön gelaufen. Da freuen wir uns natürlich wirklich ganz toll darüber, dass das Feedback, die Resonanz durchweg so toll war. Das ist natürlich wirklich eine richtig schöne und feine Sache. Genau. So, was auch, wie gesagt, wir verlosen, ja, zeig doch schon mal einmal. Ja. Wir haben natürlich, heute geht es um die Große Verlosung, Kiste. zeig mal einmal, um Ja. die großen Premium-Pflegesets, die wir von der Firma PEDAG halt, oh, die Kaffee passt bloß auf, So, ne? da bekommen haben, die wir mit denen gemeinsam halt verlosen. Um die geht es heute. Aber vorab gibt es natürlich so ein, zwei Sachen natürlich auch. Eine Sache, das darf natürlich nicht sein. Ich zeige jetzt mal was ziemlich Cooles, denn, oh Schande, jetzt wollte ich die ja eigentlich zeigen. Wir haben, es gibt eine ganz tolle Zeitung, eine Fachzeitung, das ist die Textilwirtschaft. Und da sind wir von Schuhplus ausgelobt worden, dass wir zu den Top
100, ja, Ottos eigentlich letztendlich irgendwie gehören. Also das ist eine ganz tolle Sache, da haben wir uns wirklich mega darüber gefreut. So, wir sind dann, wir kommen jetzt aber langsam, aber sicher kommen wir jetzt dann doch mal wieder zum Zug. Ich glaube, die ganzen Leute müssen sich alle jetzt erstmal hier so ein bisschen wieder einfinden bei uns. Ja, man sieht aber auch gerade bei uns bei dem Bild, das ist so ein bisschen irgendwie rechts und links abgeschnitten. Ja, wir sind irgendwie so auf 4:3 eingestellt. Wie so ein alter Fernseher. Ich weiß auch nicht, wie das kann. Das ist ja eigentlich so ein Ding, wo man einfach sagen muss, einmal mit dem Hammer draufhauen, dann funktioniert das. Ich packe das nochmal irgendwie in Alufolie rein, lasse es über Nacht abkühlen und versenke es dann in der Weser oder irgendwie so etwas. Tatsächlich? Ja. Meine selige Tante übrigens, die hat grundsätzlich, und das ist kein Witz, die hat neben ihrem Sofa, hat die immer grundsätzlich einen Besen gehabt. Warum? Weil der Fernseher regelmäßig anfängt zu flackern und hatte sie dann so da drehen und dann hat sie zack immer einen draufgehauen. Das muss ein altes Röhrengerät gewesen sein. Naja, das heute mit den modernen. Heilige 80er, da gab es wieder LCD, TFT, AFT, reimt sich gerade so komisch. So, da gab es halt viele Dinge. Ja, so, wir kommen jetzt aber zu unserem hervorragenden Gewinnspiel. Du willst aber langsam, aber sicher auch zeigen, dass wir noch einmal zeigen, oder kannst du zeigst anders nochmal, was wir da jetzt alles haben und erklärst uns auch nochmal, was das denn alles Schönes ist. Also, so, Gewinnspiel. Geh nicht so dicht daran. Wenn du so dicht daran gehst, dann stürzt das wieder ab und wir wissen dann nicht, warum. Also, wie gesagt, man kann gewinnen ein ganzes Pflegekombi-Set sozusagen für die Schuhe, die im Winter jetzt doch irgendwie so ein bisschen dreckig und matschig werden, weil es regnet ja doch mal, es stürmt und schneit, hoffentlich auch noch. Und mit diesem Set sozusagen ist man dann bestens gerüstet, um seine schicken Schuhe auch wieder sauber zu bekommen. Das gibt es jetzt zu gewinnen, insgesamt 10 Mal. Ganz genau, 10 Mal haben wir das im Sortiment von PEDAG ist das, und das wird in Deutschland sogar, glaube ich, hergestellt. Ganz genau, in König Wusterhausen. Weißt du wo? In Königs Wusterhausen ist das. Na. Ja, da ist das. Produzieren wir sozusagen alles in Deutschland. Die haben eigene Rezepturen, das wird dort alles, sag ich mal, wirklich zusammengemixt und abgefüllt. Wie doch, ja weiß ich, produziert ihr noch in Deutschland? Sein Backpulver oder so etwas? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Sie kommen aus Bielefeld, ne? Ja, das weiß ich nicht, kann ich auch nicht. Jedenfalls haben wir früher gemacht. Also das, wie gesagt, ist in Königs Wusterhausen, läuft, wir machen das alles, inklusive der Einwege. So, ich gehe jetzt mal hier und werde jetzt auf diesen berühmten Knopf drücken. Währenddessen kannst du, lieber Kai, das bin ich ja wohl, das bist du heute mal, könntest du einfach einen netten, kleinen, schönen Ausblick auf 2019 geben. Das wäre doch mal was. Bitte schön, Kai. Gut, die Kanzlerin gibt immer einen Rückblick, ich gebe einen Ausblick sozusagen. Mach dir so einen Rückblick. Aber sie erzählt aber auch das, was war und das, was gewesen ist. Ja, das schon. Das, was kommt sozusagen. Also die Kanzlerin hat sich ja entschuldigt dafür, dass im letzten Jahr eigentlich gar nichts lief. Ne? Von daher kann es in diesem Jahr nur besser werden. Bei uns lief es im letzten Jahr. Das heißt aber, es läuft in diesem Jahr sozusagen dann auch. Du musst weiter schnacken, weil ich gerade den Computer dabei. Zu starten sozusagen. In diesem Jahr haben wir unglaublich viele neue Sachen bei uns. Die ersten Handtaschen sind eingetroffen. Nike ist angekommen. Adidas klopft sozusagen die nächsten Tagen vor die Tür. Haben aber auch schon tatsächlich Sommerschuhe. Sandalen werden geliefert, also für all diejenigen, die heiße Füße haben sozusagen unter heißen Füßen leiden, die können hier Sandalen bekommen für die etwas kühleren Tage sozusagen dann. Viele neue Marken trudeln ein, Sync liefert auch schon neue Sachen aus, auch super schicke Sachen für früher Sommer dabei. Heute habe ich die ersten Camel-Schuhe für Herren gesehen. Super Sachen dabei. Ja, von daher, wir haben einen ganz tollen Start in dieses Jahr sozusagen schon hingelegt und die Kollegen sind eifrig dabei, das Lager zu, auszupacken sozusagen, die Neuware und sozusagen dann gleich online zu bringen, beziehungsweise hier im Geschäft dann auch schon zu platzieren. Also nicht wundern, wenn zwischen den Winterschuhen hier im Geschäft auf einmal die schicken Sandalen stehen. Sehr schön, rede mal. Ich muss zum Drucker. Ja, mach das. Geh du zum Drucker, holst du die Datei sozusagen raus. Ich nehme mal eben einen Schluck heißen Kaffee noch dazu, weil irgendwie, es ist ja doch ein bisschen kühl geworden so draußen. Ne? Gott sei Dank ist ja auch Winter. Also der Drucker ist aber weit weg, du. Toll. Oh. Hätte ihn denn gelassen. So. Jawohl. Also, bin ich schon wieder. So, ich habe währenddessen nämlich eine schöne Einladung. Oh, aus Achim, ne? Udo aus Achim, ein Traum. Dann ist ja gleich nur Nachbarschaft. Denn er schickt nämlich die Frage: Wann beginnt die Ziehung? Ja, erfolgt. Durchfolgt. Die E-Mail ist jetzt der Kanzler der Schule. Augenblick. Sensation. So, einmal im Knicken. Ist jetzt durchgelaufen. Maria Puma sind auch unterwegs. Alles unterwegs. Und was auch unterwegs ist und mittlerweile angekommen, das sind die Gewinnbenachrichtigungen. Alle die,
die eines von diesen Packs gewonnen haben, haben jetzt eine Gewinnbenachrichtigung bekommen. Wir sind ja aufgestellt online wie offline. 10 haben wir zu verschenken, zu verlosen gehabt. 5 davon sind fürs stationäre Geschäft, für diejenigen, die gesagt haben, abholen. 5 sind dafür für den Online-Bereich gegangen. Das heißt, das haben wir so ein bisschen halt aufgeteilt und dementsprechend lautet dann auch so die Nachricht. Diejenigen, die also jetzt gewonnen haben, ich hoffe, das wäre jetzt dazu schön, wenn jetzt auch ein paar Gewinner jetzt sich jetzt auch irgendwie jetzt hier melden würden, haben auf jeden Fall dann jetzt die Mail oder bekommen sie innerhalb der nächsten Sekunden dann zugeliefert. Und diejenigen, die diesmal nicht gewonnen haben, bekommen einen Liebesbrief. Das ist aber nett. Ja. Hast du persönlich geschrieben? Ein persönliches Schön. So, also wie gesagt, jetzt bitte mal, ich schaue nochmal gerade nach, ob die Mails jetzt auch rausgegangen sind. Mhm. Die Gewinner, die sind quasi schon angekommen. Ich sehe gerade die anderen jetzt tatsächlich auch. Na, perfekt. Super. Also bitte einmal den E-Mail-Account angucken. Ansonsten ich muss das mal zack da aufmachen. So, da haben wir es auch schon. Die Gewinner, ich habe es nämlich einmal jetzt vorne ausgedruckt jetzt gerade, sind einmal von hinten an, oder von hinten, ich weiß gar nicht, ist das von hinten, von vorne. Ulrike von Westernhagen, dann haben wir Stefanie Kinne, Philipp Scholz, glaube ich heißt das, Sabine Groth, Ralf Ruth, Antje, Ruf heißt das. Ja. Antje Mühlnickel, Martin Schiller, Birgit Baumann, Heike Golz und Susanne Schuckert. Ja, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. So sieht's aus. Applaus. Mensch, jetzt könnte sich aber auch mal jemand melden. Das wäre jetzt ja auch irgendwie viel zu nett, wenn der prompt jetzt diese Verbindung sagt, zack, sind alle sofort wieder weggegangen. Naja, das ist auch immer gelegen. So, was liegt also in diesem Jahr noch Schönes an? Jede Menge Schuhe liegen an. Einfach Schuhe, jede Menge schöne Schuhe liegen an. Und was liegt noch an? Wir liegen an. Uns wird man öfter mit Sicherheit auch wiedersehen. Wir liegen an, sehr schön. Ne? Ja, wir haben natürlich uns in den letzten Jahren ein ganz gutes Standing soweit aufbauen können. Darüber sind wir natürlich unsagbar stolz und dankbar, haben ein tolles Team. Und das Schöne ist, wir erweitern unser Team jetzt auch gerade auch schon wieder. Also wir stellen auch neue Kollegen jetzt ein. Wir haben jetzt gerade auch prompt seit heute bereits auch schon wieder neue Bewerbungsrunden hier. Das heißt, wenn viele so im Mittelstand immer auch so gerne am Jaulen und so weiter sind, läuft das bei uns wirklich richtig toll. Liegt aber natürlich auch daran, dass geschenkt wird natürlich nichts. Also man muss da schon so ein bisschen Gas geben. Und das freuen wir uns natürlich immer sehr, dass wir nicht nur ein tolles und engagiertes Team haben, sondern natürlich auch viele Menschen, die einfach auch auf uns setzen und sich letztendlich über kurz gesagt einfach auch freuen, dass es uns gibt und die unser Angebot dann natürlich auch entsprechend nutzen. Genau. Ja, super. Von daher, wie gesagt, lassen Sie sich überraschen, was wir in diesem Jahr noch sozusagen alles zu bieten haben. Und hat sich eigentlich schon mal jemand jetzt gerade gemeldet? Nee, ich habe jetzt melden sich alle die prompt natürlich nichts gewonnen haben. Das ist natürlich wirklich sensationell sowas. Aber wir machen das natürlich wie bei allen Gewinnaktionen, die wir bei uns haben. Diejenigen, die gerade natürlich auch etwas abholen, da machen wir natürlich immer Fotos und posten die logischerweise dann auch rein. Und oder auch die natürlich, die etwas bekommen, wäre schön, wenn dort ein Foto gemacht wird, so ein Selfie oder irgendwie so ein Ding, dass wir das bei uns auf dem Facebook-Account haben, weil das finden wir besonders auch immer ganz, ganz wichtig, denn wir bemühen uns natürlich auch bei den Herstellern und so weiter, dass wir auch immer so ein kleines Portfolio an Sachen bekommen, die wir dann mal verlosen können. Und das ist natürlich dann auch im Zuge von Transparenz und so weiter, empfinden wir das natürlich auch als enorm wichtig, dass man auch sieht, dass nachher die Gewinnübergaben auch stattgefunden haben. Einfach auch so für so ein Bauchgefühl, dass das alles auch immer seriös ist und richtig ordentlich abläuft. Das ist ja schon eine feine Sache. Meine Güte, immer noch kein Gewinner, der sich hier schreibt, da kann er wohl nicht wahr sein. Die sind wahrscheinlich alle noch im Winter abgestürzt. So. Alle aus dem Winterurlaub sozusagen zurück sind. Ja, aber nächste Woche haben wir ja schon andere Sachen vor. Ach. Schweigen wir beide. Von daher, überraschen lassen und schauen und staunen. So sieht's aus. So, in dem Sinne wäre es ganz schön, wenn die Gewinner, die eine Gewinner-Mail bekommen haben, wenn die hier unten drunter gleich nochmal etwas posten würden. Das wäre eine schöne Sache, damit wir auch wissen, dass es angekommen ist.
Diejenigen, die gewonnen haben, das steht auch in dem Mailing drin, bitte bei uns melden, telefonisch oder per Mail. Kontaktdaten sind in der Mail drin, damit wir die Übergaben, also gerade für Stationäre, hier vereinbaren können. Und wer am Gewinnspiel teilgenommen hat, der musste natürlich nie eine Adresse angeben. Das heißt, auch da die Gewinner, die, denen wir postalisch es zukommen lassen, bitte uns unbedingt die Adresse dann zusenden. Das wäre ganz gut. Weil ansonsten können wir ja nichts zuschicken. Nee. So. In dem Sinne wünschen wir auf jeden Fall allen einen schönen Abend noch und genau. Wir melden uns in den Tees. Also, as soon as possible in den nächsten Tagen wieder. In dem Sinne, einen schönen Abend, bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.